So. Wunderschön. Den haben wir, Schlauch haben wir, das haben wir, Vorderrad raus. Tja, manchmal ist der Tommy gut drauf und quatscht viel und manchmal quatscht er einfach wenig. So ist das halt. Wie Leute, die sich wundern, dass hier nicht jede Sache kommentiert wird oder so. Das ist einfach nicht machbar. Will ich auch gar nicht. Die ganze Zeit mit sich selbst zu reden, ist schon komisch genug. Wenn einer da ist, wird's lustig. Weiß. Gesprächiger. Lustiger. Also ganz witzig, wenn ich hier mit mir rede. So wie es ja für die anderen Leute aussieht, dass ich mit mir rede. Und die laufen dann. Draußen läuft dann einer vorbei. Ich guck dann nochmal ganz verstört hier runter. Mit wem quatscht der? So, haben wir den zweiten Schlauch haben wir auch.
Dann holen wir mal einen neuen. Vielleicht will ich mir die auch anbinden oder so. Die Brust heften. Oh, Game Over. Champagner für alle. Hier. Das ist völlig ungewohnt auch so. Wenn die Tannen wieder da sind, wird es wieder voll. Gut, gut, alles gut, alles super gut. Zwei Reihen. Oh. Die haben wir gefunden. Ich werde sie jetzt verbauen. Popcorn. Popcorn, Popcorn, Bubble, 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 Bubble. Tasche liegen lassen, hängen lassen. So. Ich habe gar nicht auf den Computer geguckt, ob überhaupt jemand zuguckt. Das ist ja kein Mensch. Rar heute. Guckt wahrscheinlich alle. Rein, weil sie ein bisschen Zeit haben. Außer der Tommy. Der gerade heute nicht so viel Zeit hat. So, Vorderrad ist gemacht. Also, tschüss, Ron. Ach, ist eine Beule drin. Das geht schon nicht. Das geht schon überhaupt nicht. Gucken
gucken, ob ich so auskriege. Mit der pure Kraft meiner Kraft. Ist doch schon besser. Da oben hoch. Jungs, interessanter zugestellt. Abwechslungsreicher. Und da gibt es natürlich einen Schleif, wenn man den einbaut. Ja. Alles neu, alles eingeholt, alles schleift. Das wäre halt nicht so schön. Gut, ist früh noch ein Laufrad. Ich gucke mal. Was finde. Nee, aber doch das. Er braucht doch die Schaltung nicht. So sagte er. Schlafen. Wir haben nicht Freitag.